Hallo zusammen und willkommen. Mal ehrlich, liebst du es auch, herrlich krosse und würzige Chicken Wings zu vertilgen? Sind die Flügel womöglich sogar dein Lieblingsstück am ganzen Huhn? Dann müssen wir dich jetzt leider in eine erschreckende Wahrheit einweihen. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klicke auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Obwohl der Fleischkonsum insgesamt seit Jahren stagniert oder sogar leicht zurückgeht, steigt der anteilsmäßige Verzehr von Hühnerfleisch. Im Jahr 2020 aß ein Bundesbürger im Durchschnitt 57,3 Kilogramm Fleisch und davon war rund ein Drittel Hühnchen. Der Grund, warum die Menschen so gerne Huhn essen, liegt sicher bei den günstigen Kosten und dem Image, dass helles Fleisch bekömmlicher ist als dunkles. Hühnchen wird meistens gegrillt oder gebraten angeboten und verzehrt. Genutzt werden die Beine, die Brust und eben auch die Hühnerflügel. Was ist denn aber nun falsch an den Hühnerflügeln? Nun, in den USA wurde eine erschreckende Geschichte bekannt. Eine Frau musste sich einer Operation unterziehen. Sie hatte eine Eierstockzyste. Wenige Monate später ging sie wieder zum Gynäkologen. Nur diesmal hatte sie einen anderen Arzt gewählt. Dieser Arzt war neben seiner normalen Heilkunst in ganzheitlicher Medizin und Ernährungslehre ausgebildet. Als der Arzt bei der Routineuntersuchung erneut eine Zyste fand, war natürlich die Frau schockiert. Ihr wurde doch erst vor ein paar Monaten eine Wucherung entfernt, wie konnte da schon eine neue auftreten? Die Patientin hatte großes Glück, ausgerechnet an diesen Arzt geraten zu sein. Der Mann fragte die verdutzte Frau nur, ob sie denn sehr oft Hühnchen und insbesondere die Flügel der Tiere esse. Diese Frage konnte die Patientin sofort mit einem deutlichen Ja beantworten. Frittierte Hühnerflügel waren eines ihrer Lieblingsgerichte. Sie aß das Gericht jede Woche mehrmals in einem Schnellrestaurant. Die Frau erfuhr von diesem sehr gut informierten Arzt die ganze Wahrheit. Er erzählte ihr, dass Steroide in der Hühnermast alltäglich sind. Es gebe zwar niemand öffentlich zu und gesetzlich sei das auch verboten. Trotzdem ist der Einsatz dieser Mittel in der Tiermast bittere Realität. Anders ließen sich die Fleischmassen und Gewinne auch gar nicht erwirtschaften. Jetzt fragst du dich vielleicht, was Steroide überhaupt sind. Gehört hat das Wort jeder schon einmal, aber so richtig kennen sich wahrscheinlich nur Sportler, Bodybuilder, Chemiker und Ärzte damit aus. Steroide sind nichts anderes als Wachstumshormone. Die aus dem Bodybuilding bekannten Anabolika gehören zur Wirkstoffgruppe der Steroide. Den Hühnern werden die Wachstumshormone direkt in den Nacken gespritzt. Auf diese Weise setzen sie in der kurzen Mastzeit von etwa 30 Tagen mehr Fleischmasse an. Vom Nacken wandern die meisten der Steroide direkt in die Flügel. Bei Untersuchungen konnten Ablagerungen von Steroiden in Hühnerflügeln nachgewiesen werden. Steroide richten vor allem im Körper von Frauen verheerende Schäden an. Sie lagern sich an den weiblichen Geschlechtsorganen ab und stören den Hormonhaushalt. Wachstumshormone kurbeln zudem das Zellwachstum auf unnatürliche Weise an. Vielleicht wusstest du das noch gar nicht, aber Zysten und Tumore, also auch bösartige Krebs, sind nichts anderes als zu schnell oder gestörtes Zellwachstum. Auch bei uns in Deutschland ist der Einsatz von Steroiden in der Hühnermast natürlich verboten. Dennoch kannst du dir nahezu sicher sein, dass diese Stoffe auch bei uns oder in der osteuropäischen Mast täglich eingesetzt werden. Aus dem Osten Europas stammt sehr viel Hühnerfleisch, das in Deutschland verkauft oder in Schnell- oder Billigrestaurants verarbeitet wird. Erst 2018 kam eine Studie dahinter, dass selbst in der deutschen Hühnermast wieder Unmengen von Antibiotika verabreicht werden. Die Art und Dauer der Verabreichung macht schnell klar, hier werden nicht Hühner gegen Krankheiten behandelt, vielmehr werden die Antibiotika im großen Stil verabreicht, um das Wachstum der Tiere anzukurbeln und auch das ist bei uns in Deutschland eigentlich verboten. Wenn du gesund leben möchtest, verzichtest du also besser auf Hühnerflügel und kaufst dein Fleisch im Bioladen oder direkt bei einem vertrauenswürdigen Bauern. Wir hoffen, dass dieser Beitrag für dich alarmierend und aufklärend war. Wir wünschen dir eine gute Gesundheit. Wenn du dich für Naturheilkunde interessierst, dann haben wir einen Geheimtipp für dich. Mehr dazu findest du ganz oben in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.